Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute aus meinem Setup, denn wir haben was ganz Besonderes vor. Heute ist es wieder soweit, wir spielen eine neue Runde. Wer ist der schlauste Streamer? Und meine heutigen Gegner sind Kevin Papa Platte und Let's Hugo. Wir starten nämlich mit einem Klassiker. So was Ähnliches hatten wir schon öfters. Und zwar fangen wir an mit beliebte männliche Vornamen. Und als Hilfestellung gibt es vorher immer Leute, die so ähnlich hießen. Also die so hießen. Das ist unfair, weil ich Luxemburger bin. Ja, Mann, true. 3, 2, 1, go! Wir machen einfach Lukas Podolski. Hier, Philipp Lahm, Philipp. Thomas Müller, Tim Melzer. Gibt's auch einen Tom? Ja, klar, Tom Hanks. Elias Mbarek, Ben Stiller, Leon Goretzka. Okay, es läuft. Kevin. Oh, Kevin Kühnert, natürlich. Oder ich komme nicht auf den Vornamen von Bismarck. Ist nicht irgendwie Max von Bismarck, Mark von Bismarck, irgendwie sowas? Mbarek, Elias, oh, stark. Digga, ich komme nicht auf den Vornamen von Schumacher, Digga, what the fuck, jetzt geht's aber los. Sebastian? Bruder, wie heißt der? Bruder, ich komme nicht drauf. Podolski, Sebastian? Wie heißt der mit Vornamen? Luke, oh mein Gott. Okay, Felix mach ich. Ja, Tom, Andreas, Anna. Ah, nee, männliche, ne? Scheiße. Ach, Digga. Kevin, Hugo, gibt's nicht. Ich geh grad die ganze Zeit nur YouTuber durch. Luca Concrafter, Marc Gebauer, Marc Eggers, Fabian. Oh, Fabo. Dankeschön, Fabo. Alfred Einstein. Alfred Hitchcock, Albert Einstein. Das habt ihr einfach alle nicht gehört. Oh mein Gott, jetzt wird's langsam schwierig. Ups. Hab gefurzt, soll ich bitte rausschneiden aus dem Video. Danke. Danke, Tonys Cutter. Es ist Marco Rosberg. Wie heißt der denn, Digga? Nico, oder? Ja, oh mein Gott. Herbert! Herbert Grönemeyer, W. Max Schröder, W. Nee, Max Planck. Beethoven, Mozart. Wie heißt der? Amadeus. Hä? Wie heißt der nochmal? Heute zu Gast bei uns. Sagen wir mal, Bill Kaulitz. Nein, haben wir nicht drin. Dieter Bohlen ist da. Forster, Mark Forster. Okay, es ist besser, die Namen durchzugehen. Oliver Kahn. Dirk Nowitzki. Martin Luther. Walter White. Walter Ulbricht. Ich stehe voll drauf. Jens Klinsmann, oder? Nee, heißt er nicht Jens Klinsmann? Wie heißt der denn, Digga? Aber Jens war trotzdem richtig, glaube ich. Dieter Bohlen! Oh mein Gott. Stefan Raab! Ach, Digga, das sind Leute, die es wirklich gibt. Albert Einstein! Boom! Konrad Adenauer. Danke, Basti GG. Hi, Antonio. Heute gehen wir mal wieder meinen guten Kumpel Max. Max Planck Institut. Da haben wir es. Bum, 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 brubi, bi, 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 bell, 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 bes, 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 bo, bodo. Schäuble, oh mein Gott, Digga, das sind so bekannte Namen dabei, Digga, wie komme ich denn nicht drauf? Ich komme nicht auf Schumacher, wie heißt der denn, Bro? Oh mein Gott, das fuckt mich so krass ab, das ist insane. Wie heißt Columbus nochmal, der in Amerika entdeckt hat? Christoph! Oh mein Gott. Otto von Bismarck, jetzt kam es mir einfach. Digga, ein Loser, Digga, bin ich, ein Opfer bin ich. Oh mein Gott! Oh, das klingt nicht gut. Oh mein Gott, ich war f*** dabei. Boah, das war super schwer und ich habe bei fast allem nur geraten, actually. Ist mich das auch. Krank. Okay, was denkst du? Wie viele Punkte hast du, Hugo? Wollen wir alle mal die erste Zahl sagen von links? Und dann wissen wir es ja schon. Dann will ich ja mal gerade sagen, dann wissen wir es. Okay, ich fange an, ich habe 46. Digga, nein, du trollst. Wieso, hast du mehr? Hugo? Wie wärst du, Hugo? Die Hälfte. Von mir? 23? Nein, ich hab 27. Okay, und du? Ich hab 3 mehr als du, Kevin. Ich hab 49. Nee! Digga, ich bin nicht auf mich in den Schuh gekommen. Ich hab aber auch super viel dann nur gehabt, weil ich legit alle Namen durchgegangen bin, die ich in meinem Kopf hatte. Christoph, oh mein Gott. Christoph. Florian, Digga. Florian Silbereisen. Wie bin ich denn da auf dich gekommen? Das ist das Allerschlimmste von diesen Dingern, die wir je gemacht haben. Das macht mich so sauer. Dann machen wir jetzt was vielleicht ein Ticken mehr dein ist. Und zwar machen wir weiter mit den Top-Suchbegriffen der Deutschen 2022. Oh ja, easy. Easy one, okay. Geht 5 Minuten, 3, 2, 1, go. Okay, ich mache meinen ersten Call, wenn der halt falsch ist. Okay, MILF. Zweiter Platz sogar? Okay, dann, das ist immer so ein Ding, Amateur. Oh Mann, ich weiß es gar nicht, ich schaue keine Pornos, ich habe keinen Plan, ich bin eine Frau. Blowjob, as fuck. Po, Brüste, geil, Anleitung, Abspritz-Countdown. Das ist mein Staatsgebiet. Anime-Porn, Scheiße, MILF,
Girl, nee, naked, nee. Digga, ich kann da gar nicht gewinnen. Ich hab komplett andere. Digga, ich bin auf Anime ein. Wie soll ich da überhaupt was machen? TikTok? F***en. Ich geh mal ein F***en. Nein. Ich möchte die ganzen Sachen gar nicht ausschreiben, weil ich gar nicht wissen will, dass ihr wisst, was in meinem Kopf überhaupt durchgeht. BDSM. Big Boobs, maybe? Nee. Big Ass? Ah! Konnoisseure. Boah, da sind noch ein paar obvious Dinger dabei, oder? Kamslot? Fortnite! Was? Minecraft? Among Us? Bro, ich hab nur MILF! Ich bin nie auf Knapp und ich auf komplett andere Sachen. Ich war mir aber irgendwie trotzdem sicher, dass ich hier gewinne. Angela Merkel? Anime! Anime! Hentai! Safe Call! Safe! Ich wollte mich gerade sagen, ich glaube, die Jungs haben mehr, dann habe ich an Hugo gedacht. Dann kam mir Hentai. Sehr gut. Glug, glug, 3000. Abspritzen, Jungs, ich bin komplett verloren. Ich bin komplett in der Sackgasse gerade. Asian, maybe? Oh mein Gott, stark. Klar, die Nationalitäten, Bro. Es ist gerade richtig scheiße, dass ich hier verliere mit einem Ding, aber ich bin nicht Mainstream. Leute, die hier mehr als 7 Sachen haben, sind Mainstream. Okay, puh. Ich dachte, das. Digga, stark. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin peinlich, ich bin peinlich. Ich hab. Digga! Ich hab 69%, genau. Oh, stark. Das ist stark. Dann hast du auf jeden Fall mehr als ich. Ich hab 54, also ich hab 7. Also 54%. Ich hab 9. Ich war irgendwann an einem Punkt, da war ich stuck, da wusste ich nicht mehr weiter. Und dann habe ich gesagt: Boah, das nervt mich gerade, weil ich glaube, die Jungs haben mehr. Dann habe ich an Hugo gedacht, dann kam mir instant Hentai. Ich hab noch stark. Einen Punkt geholt. Digga, und ich hab nicht mal Hentai. Peinlich. Das ist krass. Was? Wie viel hast du? Ich hab eine einzige Sache. Nein, was? Welche? Milch. Das ist eines crazy. Was hast du denn versucht? Also, ich hab alles versucht, aber nichts kam. Du hast gerade Fortnite und Minecraft sind top. Search der Deutsch. Ich sag, wie es ist. Ich habe die zwei auch eingegeben gehabt. Ja, Fortnite ist weltweit eines der krassesten Suchbegriffe für ja, Porno. Oder bei Leuten, die vielleicht unter 12 sind oder so, aber halt bei den echten Männern. Wir geben noch Big Ass ein. Okay, wir machen mal in der nächsten Kategorie. Das ist einsilbige Reime auf das Wort Chips. Oh, was? Oh, jetzt. Ja. Das ist mein Punkt. Das ist meiner. Boah, das hast du bei auch schon gesagt. Aber gut. Digga, das hat null Ratings. Wo hast du das her, Toni? Hey, Konservendose ist anscheinend ein super Quizmacher. Ich find's. Aber es geht auch nur 2 Minuten. Easy, Mann. Okay, Chips. Flips. Crips, Trips. Ich muss es jetzt auch so aussprechen die ganze Zeit. Kids. Clips. Sips. Dips. Kips. Fips. Drips. Erdnussflips. Chips. Flips. Bottle Flip. Nee. Wait, das ist actually Chips? Chips? Also Chips? Computer, ja. Chips. Tips. Kann ich einfach alles eingeben mit Ips, Fips? Ips. Ich gebe einfach alles an mit jedem Buchstaben. Jips. Ja, Jips. Ja, das gibt's aber. Fips. Achso, VIPs. Oh ja. Ja, das reimt sich mega gut. VIPs auf Chips. 1A reimen. Ja gut, Vips sagt man auch. Ja, gut, fair. Digga, ich gebe einfach alles mit Buchstaben ein. Ips. Pits. Wie Pits gibt's nicht? Witz. Witz. Chips. Witz. Digga, das reimt sich doch. Bin ich dumm? Machen Rap. Und ich hätte gerne Chips. So gern hätte ich auch Nips. Ich sage euch ehrlich, bei der Hälfte von den Wörtern, die ich habe, weiß ich nicht, was es sein soll. Also Real Talk, was zum soll ein Fips sein, bitte? Was ist Fips? Kids! Was? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Oh ja, mein Gott, Strips, nein! Okay, ich habe 9 von 18. Ich habe 10. Ich habe 10! Okay, oh mein Gott, let's go! Ich habe 11! Na, hast du nicht, Cap. Brauchst du 5, Hugo? Mann, Digga, das ist so unfair, dieses Battle. Das ist krass. Ja, aber weil du Luxemburger bist, ne? Nee, weil ich ja einfach dumm bin und nicht in die Schule gegangen bin. Ach so, ja, stimmt. Ja, da habe ich auch gelernt, wie man Chips auf Sips reimt. Alright, wir machen weiter mit ein bisschen was anderem, was wir diesmal haben. Und zwar haben wir hier einen Quiz, wo einfach random die Namen von Streamern eingegeben wurden. Also nur die Namen. Und die KI hat was daraus erstellt, was sie, also einfach ein Bild erstellt aus dem Namen von dem Streamer. Oh, das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Okay, das finde ich auch geil. Okay, seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1, go. R, V, N, Z, Mango. Oh Mann, Mango, was hast du für einen Namen? Das hier wird auf jeden Fall Lara Loft sein. Lara Loft. Das bin ich! Nein, wieso ist die auf einer Insel? Oh Gott, oh nicht. Reefed. TV. Ah ja, okay. Stark. Pete's Meat, easy one. Ist das hier Shroud, Bro? Wer soll das sein? Digga, das hier ist auf jeden Fall Fritz Meinecke. Holy shit. Trimax. Digga, das ist easy one. Gronk. Stark. Ich muss an Freiraum-Reh denken. Freiraum-Reh, so.
Nice, oh mein Gott. Mango. Na, obvious. Oder? Wie heißt der, Bruder? Wie heißt der denn komplett? Tanzverbot. Digga, warum die Spanienschlange? Montana Black. Okay, doch nicht. Sorry. Gronkh. Okay. Sorry. Der ja ist... Parzival. Lol. Okay, actually. Wieso ist das nicht die Hahn? Okay, Hahn einfach nur. Muss man das richtig eingeben und... Ah, es ist Reef TV. Wer ist das hier? Kuchen. Kuchen TV? Papa Platte? Ist irgendwas davon Papa Platte, Bro, actually? Oder ich bin nicht mal dabei. Fitzbatman. Oh mein Gott, Mango? Hallo. Wie heißt Mango? Wie heißt Mango, Bro? Let's go, muss ich sein? Digga, Zerstrubbel? R-X-V-N, R-V-X-N, Mango. Mango, nenn dich bitte einfach um. R-X-V-N, R-N-V-X. Wer darf sich nicht stretchen? Phoebe? Ich weiß nicht, ich rate random rein. Das ist halt von so jemandem gemacht, der so Streaming in einer anderen Bubble wahrnimmt, glaube ich. Da müssen wir so anders rangehen. Das ist so ein Pizmi-Zuschauer, der das gemacht hat. Digga, das ist crazy schwer, Mann. Real talk. Digga, warum ist hier einfach nur so ein Huhn, Bro? Ist es die Hahn? Sind übel viele Girls dabei, Bro. Ich muss auf die Girls kommen. Ri. Mann, es wird so einfach sein, wenn ich sehe, ne? Rift! Hä, das muss doch Rift sein! Die sehen alle aus wie Valuna. Warum ist keiner von den Valuna? Tanzverbot? Oh mein Gott, es ist Tanzverbot! Kuchen auf Fernsehen. Cake TV. Gibt's Cake TV? Nee. Kuchen TV! Oh mein Gott! Ich hab wirklich nur die obvious Leute. Lara Loft? Okay, Lara Loft habe ich noch. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Tanzverbot, Bro. Bro, ich habe voll viel eingegeben, aber falsch. Ich habe auch erst die Hahn eingegeben gehabt. Oh, Bro, Timid, Alter. Ich meinte schon mittendrin, das ist so eine ganz andere Bubble. Das hat so ein Pizmi-Zuschauer gemacht. Ich kam in den letzten Sekunden noch auf Tanzverbot und Kuchen-TV, Digga. Mann, ich habe Mango auch gewusst, aber Digga, ich wusste nicht, dass er noch kurz vorher... Ja, ich wusste auch nicht, wie der schreibt. Digga, Bro hat noch einen Steam-Code vor seinem richtigen Namen. Ich schwöre. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Digga, das hat mich auch so abgefuckt, Mann. Ich glaube, ich war gut. Ich habe 11 von 20. Boah, krass, ich habe 8. Digga, und ich habe 7. Ich bin so ein Opfer. Ja, Facts, Digga. Ja, dann haben Kevin und ich beide 2 Punkte. Hugo, du hast 0. Jetzt geht's auch weiter mit dem Klassiker. Allgemeinwissen einfach Nummer 7. Bruder, raus. 3, 2, 1, go. Okay, Allgemeinwissensquiz. Welche Art Kreatur mag keinen Knoblauch? Ein Vampir. Ist auch das Bild. Ist easy. Was grenzt an England ist für Dudelsack und Kills bekannt? Irland. Na, dann halt's Maul. Schottland. Was grenzt an England und ist für Dudelsäcke Irland? Island? Was? Ist doch Irland. Ach, Schottland, Bro. Welches Tier ernährt sich zu 99% von Bambus? Mein Panda. Clark Kent zieht sich in einer Telefonzelle um und verwandelt sich in wen? Ah, Batman? Superman? Was grenzt an England und ist für Dudelsäcke und Kids bekannt? Niederlande! Irland! Fuck! Wie heißt die größte Vogelart? Adler. Delfin. Was besteht aus Sand und rammt sich auf Bühne? Düne. Welcher englische Sagenheld Pfeil und Bogen? Robin Hood. Wie heißt der höchste Dienstgrad der deutschen, österreichischen, keine Ahnung, Offizier? Eine Gruppe von Fischen oder Vögeln wird im Schwarm bezeichnet. Wie heißt eine Gruppe von Säugetieren? Rudel? Wer spielt die Kaiser Elisabeth in der Sissi-Trilogie? Oder keine Ahnung, nicht 90? Wie viele Sterne befinden sich auf der... Boah, Digga, ja, das zeige ich nicht. Ich mache jetzt jede Zahl einfach. Jo, funktioniert richtig gut. Hallo? Oh, 50, okay. Wie heißt der aktuelle König des Vereinigten Königreichs? Oh mein Gott, wie heißt der? Der hat ja Admin-Rechte bekommen. Charles? Oh, Charles, geil. Und der höchste Dienstgrad der deutschen, österreichischen und schweizerischen Armee. General? Ja! Oh! Mithilfe von welchem Element werden die meisten Atomkraftwerke betrieben? Das Einzige in meinem Kopf ist Lithium und ist obviously falsch. Feldwebel? Nee, ne? Das ist was ganz anderes, glaube ich. Boah, das weiß man, Digga. Nervt mich das gerade. Alter. Obersoldat. Mithilfe von welchem Element werden die meisten Atomkräfte? Kernkraft. Kraftwerk. Digga. Wer ist der höchste Dienstgrad der deutschen, österreichischen und schweizerischen Armee? Dings. Sterne. Nee, wie heißt das? NATO. Nee, hä? Ja, ich hab
War nicht so crazy gut, aber... Okay, dann habe ich, glaube ich, doch gute Chancen. Hugo, wie viel hast du? 11. Ich habe 16. Boah, ich habe 17. Nein! Oh mein Gott! Okay, Hugo, wir machen jetzt weiter mit einem Quiz, was vielleicht mehr was für dich ist. Länder mit den meisten McDonald's-Restaurants. There you go. Länder sind keine Kontinente, ne? Das fängt ja schon wild an. Das fängt wirklich gut an. 3, 2, 1, go. Okay, wir fangen erstmal an, obviously, mit USA. Kanada, okay. Griechenland, nein, die wissen, wie man gutes Essen macht. China, Japan, Russland, klar. Nee, okay. Südafrika, keine Ahnung. Oh ja, crazy. London? Nee. England. Oh mein Gott. Luxemburg? Was? Indien? Oh, Indien. Korea, ich hab das Gefühl, die sind alle zu... Die haben echt viel McDonald's. Okay, crazy. Okay, Südamerika ist anscheinend nicht so, wirklich. Außer Brasilien ist da gar nichts. Europa ist richtig fett vertreten. Und was fehlt uns Europa noch? Portugal, obviously. Die sind nicht mit drin. Israel, Bro. Was ist auf der 2, Bro? Südkorea? Nordkorea? Das wäre crazy gewesen. Ich hatte wegen Seven's Wild Kanada und... WM 2024 Brasilien. Frankreich, Digga, ich Vollidiot. Oh mein Gott, wichtig. Oh mein Gott, ich hab Kanada falsch geschrieben. Oh, okay, ich war trotzdem, glaube ich, saugut. Ich glaube, so viele Länder sind Hugo gar nicht eingefallen. Sag ich euch, wie es ist. Ich glaube, das war trotzdem sehr, sehr, sehr solid. Mann, das war halt einfach nur, man muss so viele Länder wie möglich kennen. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du? Was steht denn das, oder? 12. Okay, ich hab 17. Damn, ich hab 15. Ja! Let's go, das ist meine Folge, holy shit. Das ist nicht da steht es jetzt 3-3-0. Okay, Hugo, vielleicht wird es jetzt deine Folge. Es geht jetzt um alle Nintendo-Konsolen, die bisher bis 2017 veröffentlicht wurden. Boah, okay. Boah, ich glaube, das wird Hugo rasieren. 3, 2, 1, go. Okay, es gibt die Nintendo Switch, es gibt der Nintendo DS. Oh, ich bin, glaube ich, doch nicht so schlecht. DSi, DS Lite. Okay, werden die nicht getrennt? Die Wii U. SP, oh mein Gott, Legende. Was? Nein. Der SP ist nicht dabei. NES. SNES. GameCube, oh mein Gott, klar. N64, oh mein Gott. Okay, jetzt der SP, Digga. Wii U, Switch, DS, 3DS, 2DS. Okay. Oder wird es um Schnelligkeit gehen? Wer am meisten hat? Ich wäre erst 100%. Warte mal, der SP kam nach dem Advance, glaube ich. Das heißt, es muss irgendwas davor gewesen sein. Game Boy Color einfach. Easy one. By the way, Nintendo 3DS und Nintendo DS waren der Shit. War übel geil. Ich hab's geliebt. Absolut beste Konsole. Ich hatte einen Nintendo DS, ich hatte einen DSi und ich hatte einen 3DS. Dann habe ich mir irgendwie 5 Jahre später nochmal einen 3DS geholt, weil ich wieder zocken wollte. Einfach so mit 18 oder so, weil ich so, ich will diese Konsole wieder. Das war so geil. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwas eingebe. Game Boy Advance? Nee. Doch! Wisst ihr warum? Wegen Zelda Ocarina of Time für Game Boy Advance. Boah, der Punkt ist sehr wichtig, weil ich glaube nicht, dass die anderen drauf kommen. Ich bin trotzdem zufrieden mit der Runde, auch wenn ich glaube, dass ich nicht gewinne, weil es mehr war, als ich erwartet habe, dass es mir einfällt. Oh mein Gott. Oh, Nintendo 64, ich bin so dumm. Ich habe alle. Echt? Jo. Ich hatte 10. Also mir fehlt Game Boy Color und Game Boy Advance, hat mir gefehlt. Ich hatte jede Konsole davon schon mal in der Hand. Sorry. Außer 3DS, den hatte ich noch nie in der Hand. Ich durfte den nicht haben wegen meinen Augen. Oh. Warum, was wäre sonst passiert, hä? Meine Mutter meinte, das ist stetig für die Augen, ich musste 2DS holen. Okay, nächste Game ist nochmal was mit Videogames. Und zwar haben wir diesmal Videospieltitel und ihr müsst die vervollständigen. Ja, Kevin hat gewonnen. Ja, mit der Einstellung auf jeden Fall, Hugo. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, erstmal das erste ist easy. Sonic. Mike Tysons, ich weiß nicht, nein. Knockout? Keine Ahnung. Taxi? Kampf um die oh mein Gott, ich weiß nichts. Okay, Sonic, The Hedgehog. Mike Tysons, Bangout. Out, Hangout, keine Ahnung, Crazy Taxi, Pro Evolution Soccer, Residence, Sleeper, wollte ich gerade eingeben. Sonic, hallo, ich kann nicht was Sonic schreiben. Hallo, what the fuck? Super Mario World 2, Yoshi, Pokémon, Donkey Kong, Mortal. King Kong? Was für Kong? Oh mein Gott, ich bin Stardew Valley, ich bin richtig schlecht. Resident Evil, Space Invaders, Tomb Raider, Rocket League. Call of Duty, Assassins, Super Mario World 2, Yoshi's Island, oder? Ja, Mike Tysons, Bang Out, Hangout, F*** Out, Crash Out, oder keine Ahnung, Fight Out? Ich meine, Mike Tysons ist ein Kämpfer. Mike Tysons Knockout oder so? Wie kein Knockout, das wie gerade, ob das kein Knockout ist. Wie heißt denn Rainbow Six? Wieso heißt Kong nicht King? Scheiße, das ist gar nichts meins. Das wird überhaupt nichts. Wirklich, das könnte actually K
Kevins Win sein. Mike Tysons Boxing Out, Digga, ich weiß nicht. Fighting Out. Digga, das hat keiner gespielt, Bruder. Keiner kennt das. Ocarine. Ocarine. Ekarine, Ekarine, Ekarine. Digga, ich weiß jetzt schon, in 40 Sekunden werde ich mich so abfacken, weil ich alle davon wahrscheinlich kannte, außer Mike Tyson da. Keine Ahnung, Taxi wahrscheinlich. Digga. Oh mein Gott, Raider. Tom Raider oder was? Was zum F***? Ja, ich komme nicht auf die, glaube ich. Spyro. Mir wird noch hier Dings Rayman einfallen, aber das ist auch nicht. Schlag out. Hau out. Spit out. Bash out. Smash out. Punch out, oh mein Gott. Und Halo, Digga, Halo. Oh mein Gott. Star Wars, Elder Scrolls. Hugo, du musst diesen Punkt jetzt halt holen, weil sonst hat Kevin halt gewonnen. Ja, habe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe 11. Was? Okay, wenn er was sagt, dann hat er auf jeden Fall auch mehr als ich. Wie viel hast du denn, Hugo? 15. Ich habe 22. Ich wusste oh, nur Mann. Mike Tysons Punch-Out nicht und bei Halo habe ich gefumbled, das musste man eigentlich wissen. Ich dachte immer, das heißt Modern Combat. In den letzten 10 Jahren meines Lebens dachte ich, das heißt Modern Combat. So wie Modern Talking. Hugo hat 0. Halt deine Fresse. Ja, Kevin mit 5 Punkten, ich mit 4. Hugo mit, er war dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bitte meinen Jungs vorbei, wenn es wieder heißt. Wir lieben euch. Nein, ein Wort, du Vollidiot. Oh. Ja, war top. Danke, Leute.